Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Wasserkämpfe der Zahlekühle oder genauer gesagt um Entdecke Besert. Dafür befinde ich mich natürlich in der Zahlekühle und zwar bei 5266. Und jetzt das Team in den Gängen zu besiegen sieht die folgt aus. Wir nehmen gelber Schrotthüpfer mit Wasserjet, Totstellen und Fliegenschwarm, Giftbuffonit mit Giftspucken, erstes Quaken und Blase und Einsiedlerkrebs mit Fischklatscher, ebenfalls Blase und den Strudel. Beginnen gleich mal den Kampf. Leider attackiert der Gegner nicht immer gleich. Deshalb kann es dann doch zu Unterschieden kommen vom Ablauf her, beziehungsweise eventuell auch eine Niederlage geben. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich da ein paar Tipps geben kann. Wir arbeiten hier einfach mit dem Fliegenschwarm. Jetzt wurde ich auch gleich gecrittet. Und dann totstellen. Es kann sein, dass unser Pet hier nur 1300 Gesundheitspunkte hat. Aber jetzt in diesem Fall habe ich sogar weniger als 50%. Also eben, da gibt es leider sehr viele verschiedene Varianten. Dann sollte hier der Giftbuffonit in den Kampf kommen. An dieser Stelle zuerst einmal die Blase einsetzen. Dann erstes Quaken und danach Giftspucken. Jetzt wurde ich ebenfalls das zweite Mal gecrittet vom Gegner. Also an dieser Stelle ist jetzt gerade wirklich sehr viel Pech im Spiel. Aber es heißt noch nicht wirklich viel. Es kann sein, dass wir trotzdem als Sieger rausgehen. Und dann wechseln wir wieder weiter auf den Einsiedlerkrebs. An dieser Stelle kann es sein, dass der Basalt stirbt durch die Dots. Wenn nicht, müsst ihr eventuell noch einen Fischklatscher dahinterher setzen. Dann gegen Kras am besten den Strudel einsetzen. Und danach die Blase. Leider auch dieses Pad attackiert nicht immer gleich. Deshalb kann es eventuell hilfreich sein, wenn ihr da an dieser Stelle einmal passt. Aber ich setze jetzt trotzdem einfach weiterhin die Attacken ein. Weil das Problem ist, die Blase wird hier aufgelöst durch die Gifthaut. Und es kann hilfreich sein, dass man da eventuell einmal passt, damit der Strudel in die Blase hineingeht. Wir arbeiten hier aber trotzdem einfach nochmal weiter. Um halt hier den Kras zu besiegen. Dann kommt hier Murray ins Spiel, hier an dieser Stelle den Strudel einsetzen, der sollte wieder ready sein. Und danach Fischklatscher. Das Gute ist, der Gegner kann uns mit Superbällen nicht töten, somit können wir trotzdem noch eine Attacke einsetzen. Aber spätestens da sollte man durch den Biss dann sterben. Dann kommt hier der Schrotthüpfer in den Kampf und hier muss man eventuell ein bisschen improvisieren, wenn ihr seht, dass der Schrotthüpfer hier ein bisschen weniger Leben hat und nicht wirklich zwei Attacken überlebt durch den Biss. Dann müsst ihr eventuell zuerst einmal den Fliegenschwarm einsetzen und dann totstellen. Weil der kann eventuell ein bisschen hilfreich sein zu einem späten Zeitpunkt. Und dann kommt hier Giftbuffonit in den Kampf. An dieser Stelle gleich einmal die Blase einsetzen. Dann erstes Quaken. Und danach Gift spucken. An dieser Stelle bessen wir wieder zurück auf den Schrotthüpfer. Der schluckt hier einmal eine Bissattacke. Und dann wechseln wir wieder auf den Giftbuffonit. Also eben, da muss man eventuell am Schluss ein bisschen hin und her wechseln. Aber im Normalfall sollte eigentlich der Giftbuffonit immer drin bleiben zum Schluss, also dass man dieses Totstellen zuvor eigentlich gar nicht einsetzen muss, sondern ein bisschen weiterarbeiten muss mit Wasserjet. Aber eben da am Schluss gibt es eventuell eine Improvisation drin. Aber wir können hier mit Gift spucken eigentlich den Rest erledigen, um halt hier recht knapp zu gewinnen. Aber eben, ihr habt gesehen, ich wurde zu Beginn gleich zweimal gecrittet, aber auch da kann man trotzdem als Sieger rausgehen, aber es gibt verschiedene Varianten, die eventuell trotzdem uns als Verlierer daraus resultieren lassen. Und das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Gegner ebenfalls zu besiegen. Und sonst wünsche ich noch viel Erfolg dabei. Viel Spaß. Bis bald.